Und er hat gesagt, seine Novellistik, hat er mal gesagt, ist aus seiner Lyrik erwachsen. Also er war zunächst vor allen Dingen Lyriker, hat tolle Gedichte geschrieben, großartiges Gedichtwerk hinterlassen. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil der achten Folge von Bacio Tosca TV. Ja, in der Zwischenzeit waren wir auf dem Mira Luna. Vielleicht der eine oder andere hat es ja gesehen. Wir hatten da einen kleinen Stand, haben CDs verkauft. Es gab auch zwischendurch kleine Konzerte, hat dort live gesungen. Fand ich sehr interessant und kam auch sehr gut an, muss ich sagen. Viele Leute waren überrascht irgendwie, sagen auf einmal, was macht ihr hier? Irgendwie, tja, das ist halt so eine kleine Überraschung. Ehrlich gesagt lag es ein bisschen daran, das war doch sehr spontan. Aber naja, so ist es halt manchmal. Und entsprechend gibt es ein neues T-Shirt von uns. Ein neues Bacio Tosca TV. Stimmt gar nicht, Bacio Tosca T-Shirt. T-Shirt. Genau. Und ja. My Kiss Kills. Genau. Toscas Kuss einfach, ne? So, und ja, das könnt ihr kaufen. Kostet 15 Euro. Schickt uns per PayPal zu irgendwie und dann könnt ihr so ein T-Shirt erwerben. Noch die Größe dazu, alles weitere findet ihr auf der Website. Ja, gut. Letztes Mal hatten wir aufgehört mit Theodor Storm. Verlässt Husum. Genau, verlässt Husum. Und warum das so ist, erfahrt ihr jetzt. Schaut es euch an. So, Storm musste ja Husum zeitweilig unfreiwillig verlassen. Woran lag's? Ja, er hatte sich im ersten deutsch-dänischen Krieg von 1848 bis 1851 hatte er sich gegen die Dänen engagiert. Er hatte sich zum Beispiel der Schleswig-Holsteinischen Zeitung, dem Presseorgan der provisorischen Regierung in Kiel, als Korrespondent zur Verfügung gestellt. Er hatte hier in Husum mit seinem Hausarzt einen sogenannten patriotischen Hilfsverein gegründet. Und vor allem hatte er einige Petitionen unterschrieben gegen den dänischen König, unter anderem die Petition vom 14. Mai 1849. Das wird ihm zum Verhängnis, denn daraufhin entzieht ihm der dänische König, nachdem die Dänen erstmal gesiegt hatten, seine Bestallung, also seine Zulassung als Rechtsanwalt. Wenn er sich angepasst hätte und bettelnd angekrochen gekommen wäre, hätte man ihn auch hier weiter arbeiten lassen. Aber Storm war ein stolzer nordfriesischer Dickschädel und er sagte, ich gehe jetzt ins Exil. Und nach mehreren Versuchen bekommt er endlich eine Stelle in Potsdam. 1853, er sucht fast ein Jahr lang. Und dann geht er nach Potsdam für 3 Jahre. Das ist hier diese Ausstellungsvitrine. Das war eine sehr harte Zeit, wahnsinnig viel Arbeit in einem neuen, ihm unbekannten Justizsystem. Wenig Geld, am Anfang gar kein Geld. Er musste unterstützt werden, vor allem von seinem Vater. Und alles fernab der Heimat, wo es deutlich gemütlicher zugegangen war. Ja, dann 1856 geht er nach Heiligenstadt. Das ist im Eichsfeld in Thüringen, etwa 30 Kilometer von Göttingen entfernt. Und dort findet er jetzt bessere Arbeits- und Lebensbedingungen vor. Und hier entstehen auch das erste Mal seit der Zeit in der Neustadt 56 wieder komplexere Novellen. Zum Beispiel Auf dem Staatshof, 1858. Die erste wirklich gelungene Novelle im Sinne des poetischen Realismus. Oder 1862 die Novelle Im Schloss. Und das ist hier ausgestellt. Das ist das Titelblatt, oder besser gesagt die erste Seite der Novelle Auf dem Staatshof von 1858. Eine großartige Novelle. Und hier eine Separatausgabe der Novelle Im Schloss. Das ist so seine weltanschaulichste Novelle, wo im Zentrum weltanschauliche Auseinandersetzungen stehen. Heiligenstadt ist bis heute unglaublich katholisch geprägt. Ich glaube, es ist mit der katholischste Ort heute noch in ganz Deutschland. Gab es da neulich erst einen großen Beitrag in der FAZ zu. Ja, sowohl mit allen positiven Auswirkungen, also da gibt es, glaube ich, wenig Hartz-IV-Empfänger, die sind alle irgendwie noch so im Katholizismus gut aufgehoben, auch sozial.
Aber auch wenn man so ein Freigeist ist wie Storm, der sich schon mit dem protestantischen Christentum schwer tat, eine große Anfechtung und provoziert vom Katholizismus dort, setzt er sich eben auch in seinen Novellen mit Religion, Humanismus, Aufklärung auseinander. Und am aller komplex oder am intensivsten eigentlich eine Novelle im Schloss. Ja. Wir sehen da auf diesem Medaillon ein kleines Mädchen, das zurechtgemacht ist wie eine junge Frau mit Ausschnitt und geheimnisvollem Mona Lisa-Gesichtsausdruck. Das ist Bertha von Buchan, Storms erste große Liebe, oder besser gesagt seine erste große Flamme, denn zu einer Liebe ist es zum Glück für beide nicht gekommen. Weihnachten 1836 verliebt sich der 19-jährige Theodor Storm im Hause seines Onkels in Hamburg in die 10-jährige Bertha von Buchan. Er schreibt erste Gedichte für sie. Ein Jahr später, zum Weihnachtsfest 1837, schreibt er ihr ein Märchen, Hans Bär. Und im Oktober 1842, mitten im juristischen Abschlussexamen, hält er um die Hand der mittlerweile 16-jährigen Bertha an und wird abgewiesen. Noch ein halbes Jahr später schreibt er an seinen Freund Theodor Mommsen: Die Liebe zu diesem Kind wird mein Leben noch einmal schlimm verwüsten. Thomas Mann hat in seinem Storm-Essay dazu geschrieben: Die Liebe zu diesem Kind war jedenfalls nicht ganz korrekt. Junge Leute pflegen sich eher in reife Frauen als in Zehnjährige zu verlieben, aber wir haben es mit einem Dichter zu tun. Ja, mehr ist dazu vielleicht nicht zu sagen. Interessant ist das eben jetzt mit Blick auf die Literatur, deshalb, weil die Gedichte für Bertha die ersten Gedichte sind, wo sowas wie so ein eigener Ton erkennbar wird bei Storm, wo sozusagen der Dichter Storm zum Dichter Storm wird. Dann sollte es wohl so sein. Ja. Ja, wieder interessant, die Affäre verarbeitet er in Gedichten, also dies Jahr später. Erst das, dann die Affäre. Und ja, was für das reale Leben oft zunächst eine große Tragödie war, für die Dichtung ist es ein Glücksfall. Storm wird 1817 in Husum geboren und er stirbt 1888 in Hademarschen, einem Dorf etwa 70 Kilometer von hier Richtung Hamburg. Und dort sehen wir sein Haus in Hademarschen. Dort hat er den Schimmelreiter geschrieben. Das ist ein Bild, ein historisches Bild, wo eben auch der Schreibtisch zu sehen ist, der hier steht. Und wo man eben auch einige Bilder erkennen kann, die heute hier im Museum hängen. Also ein ganz wertvolles Bild, um dieses Arbeitszimmer zu rekonstruieren. Und wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, 1817 in Husum geboren, das heißt als dänischer Staatsbürger geboren und 1888 in Hademarschen gestorben, das heißt als Bürger des Deutschen Reiches gestorben, als welcher er sich wiederum auf dem Sterbebett von seiner Tochter Gertrud ganz zuletzt aus Hans Christian Andersens Roman O.T., dänisch O.Z., vorlesen lässt, selbstverständlich auf Dänisch. Also diese deutsch-dänische Geschichte spielt eine wichtige Rolle im Leben Storms. Die größte Katastrophe in Storms Leben war natürlich der Tod von Konstanze an Kindbettfieber nach der Geburt der Tochter Gertrud. Und die zweite große Katastrophe war der grausame Verfall seines ersten sehr geliebten Sohnes Hans, der 1886 mit 38 Jahren an Lungentuberkulose stirbt, ausgemergelt von den Exzessen seines Alkoholismus. Das war in Storms Hademarscher Zeit, 2 Jahre bevor er selber stirbt. Es gibt ein ganz schreckliches Bild von Hans auf dem Totenbett, was sein Bruder Ernst gemacht hat. Sieht so ein bisschen aus wie Dostojewski im Straflager. Also grauenvoll. Ist da vielleicht auch dieses Gedicht, Geh nicht hinein, hat das vielleicht? Ja, Geh nicht hinein, ja, das ist eigentlich, also historisch ist das, da steckt ein anderer schrecklicher Todesfall hinter, nämlich eines 16-jährigen Sohnes eines Freundes von Storm hier in Husum, aus der Familie Reventlow. Aus der nachher auch Franziska zu Reventlow stammt, die ja als Dichterin vielleicht nicht so bedeutend ist, aber mit Sicherheit nicht so bedeutend ist, die aber als Figur interessant ist, weil sie so ein freizügiges, emanzipiertes Leben lebt, sozusagen Storms freizügige Fantasien jetzt als Frau in die Tat umsetzt und als Mädchen ihm noch auf dem Schoß gesessen hat. Das war ihr Bruder.
Der stirbt mit 16 Jahren, ganz schrecklich. Storm ist tief erschüttert darüber und verfasst dann dieses Gedicht "Geh nicht hinein", was ungeheuer modern ist, was ja kaum noch eine äußere Form hat, wo sozusagen diese Auflösung des Körpers sich in der Auflösung der formalen Merkmale des Gedichts sozusagen abbildet. Und das könnte man natürlich auch wiederum mit Blick auf Hans lesen, dass er da auch ein Stück weit seinen eigenen Sohn wieder drin gesehen hat, der ja dann auch tatsächlich schrecklich stirbt. Mhm. Und in dieses Totenzimmer ist er dann wirklich nicht mehr hineingegangen. Ja, das hat er nicht mehr gepackt. So, wir stehen jetzt hier in dem Garten vor dem Stormhaus. Und ja, an dieser Stelle möchten wir uns dann auch verabschieden und ganz herzlich bedanken für die vielen interessanten Informationen. Ja, und hoffen, dass sich vielleicht der eine oder andere auch mal auf den Weg macht, sich das vor Ort anzuschauen. Das ist sehr interessant hier. Also vielen Dank nochmal. Ja, danke auch. So will ich leise flehen, o schlafe sanft und leise will ich gehen, dass dich nicht störe meine dritte Gang, dass du nicht hörest meiner Stimme Klang. Theodor Storm. Willst du schon gehen? Ich gehe nur kurz Zigaretten holen. Aber du rauchst doch gar nicht.